I'm on a highway to hell. Hier, da kann man hier auch headbangen eigentlich? Headbang, da, bam, bam. Was ist denn? Ach, ich hocke mich die ganze Zeit hier hin, das macht ja auch keinen Sinn. Ich bin der okay, Wookie hallo, mit der Spitzhacke. Ich bin völlig hallo, besoffen. Leute. So. Ja, gut, wenn ihr jetzt nicht schon wieder abgeschaltet habt, der Kritz und ich, wir wollen jetzt hier in dieses wunderbar tolle aussehende pinke, lilane. Total. Schieß mich tot. Ja, das machen wir jetzt. Ja. Los geht's. Muss da drin stehen bleiben. Bei mir hat's nicht funktioniert, ich bin durchgefallen. Oh Gott. Oh, wenn ich einen sitzen habe, darf ich das nicht spielen. Alles klar. Das ist die Hölle. Warum bauen wir uns nicht hier eine Bude? Netherrack brennt unendlich lange, wenn er angezündet wird. Ja, damit kannst du geile Türme. Das darfst du auch abbauen. Also das kannst du alles abbauen. Ja, brauchen wir das denn? Ja, das nimmst du mal mit. Ah, brauchen wir aber eine Hacke, ne? Ist nichts mit, ja. Spitzhacke, ja. Ist nichts so, mit. So, guck mal hier. Komm mal hierher, guck dir das an. Siehst du diese weißen Dinger hier? Ja, das sind Nether-Quarz-Erz. Genau, die kannst du auch abbauen und damit kannst du richtig leveln. Also. Ja, weil ich wollte ja auch nochmal Level 30 Verzauberung mit unserem Dingsbuch da machen irgendwie, ne? Aber du musst echt vorsichtig sein, ne? Weil wenn du hier angegriffen wirst, alter Schwede, dann ist die Kacke am Dampfen, sag ich mal. Ja, das ist natürlich Kacke, dass ich jetzt auch Diamantschwerter und den ganzen Scheiß eigentlich mitgenommen habe. Das macht gar keinen Sinn, ne? Wenn das hier alles verloren naja, geht, Alter. Doch, das macht schon Sinn. Und also, das hier oben ist Glowstone. Ja, Glowstone ist ja eigentlich geiles Licht irgendwie, ne? Hier, da kommt irgendwas. Ah! Da ist irgendwas. Hilfe! Oh, hast du es angegriffen? Nee, ich habe noch gar nichts gemacht. Aber es kommt. Oh, oh. Ja, alles klar, scheiße, ich habe hier einen angegriffen. Scheiße, ich bin natürlich auch echt dumm, ey. Ich habe nichts gemacht. Egal. Ich habe nichts gemacht. Ich bin jetzt angegriffen und ich, egal, ich nehme jetzt so den Glowstone mit. Also Diamantenschwert sollte man hier schon nehmen, also das ist richtig spannend. Ja, also ohne Diamantenschwert brauchst du hier gar nicht reingehen. Also. Ja, gut, ich hab's ja auch dabei, ich hab's nur nicht ausgerüstet. Eigentlich sollte man ja auch ohne Diamantrüstung gar nicht reingehen. Okay. Netherwarze, Alter, aber was ist eine Netherwarze? Sag mal, sind die völlig besoffen hier? Ja. Mit dem. Ja, echt? Ja, damit kannst du Getränke brauen. Bier? Aber die Tränke können, ja, zum Beispiel Bier brauen, aber die kannst du erst mitnehmen. Also, beziehungsweise die kannst du erst brauen, wenn du einen Braustand hast und den Braustand, den musst du erstmal bauen und dafür brauchst du, dafür, hier siehst du den Zombie-Pigman, der da hinter dir ist? Guck mal da. Der hier, ja. Guck mal hier ja. Hinter mir ist er. Ja. Der greift dich nicht an, der macht auch nichts. Die chillen hier rum. Aber sobald du den einmal angegriffen hast oder irgendetwas abbaust, was die nicht wollen, dann geht's richtig los hier. Okay, was wollen die denn, dass ich nicht abhaue? Du, das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht so. Ist das auch normal, dass man hier langsamer und schneller wird oder sowas? Oder woran ist das? Ja, auf diesen schwarzen Stein, da wirst du langsamer, weil das ist Slow Sand oder so. Ah, okay, ich verstehe. Ja, was geht mit der Mucke hier eigentlich ab? Ja, die Mucke geht hier richtig ab. Das ist ja so laut, könnt ihr mich überhaupt noch verstehen? Das stimmt, ist echt ziemlich laut, ne? Merke ich gerade auch. Na, jetzt ist er gerade wieder weg. Okay. Jetzt, was machen wir jetzt? Wo bist du überhaupt? Ich sehe nur noch Gegner hier. Ich bin hinter dir. Ach, da bist du. Was baust du denn jetzt hier alles ab? Sollen wir einfach diesen normalen Scheiß hier alles abbauen oder was? Ja, ich würde jetzt erstmal alles so ein bisschen mitnehmen. Am besten halt, also gut. Hier gibt es voll viele Festungen zum Beispiel, ne? Im Nether. Und da kannst du natürlich geilen Loot bekommen, ne? Allerdings musst du das auch erstmal finden, alles. Das ist echt, das ist. Ganz schwierig. Das ist ja
fast so spannend wie Sand abbauen hier, Alter. Naja, warte mal ab. Da oben ist auf jeden Fall noch Glowstone, den würde ich noch mitnehmen. Gibt's hier auch freundliche Leute hier unten eigentlich? Ich meine, ja gut, solange wenn man die eigentlich angreift, sind die ja eher entspannt, hast du gesagt, ne? Genau. Wir sind Freunde, wir sind hier, wir sind Freunde. Wir sind gekommen, um euch zu befreien. Ach, das ist Glowstone da an der Decke auch, oder was? Ach so, okay, verstehe. Ah ja, Glowstone, das ist cooles Zeug. Ja, das ist ganz cooles Licht, das habe ich schon mal in anderen Let's Plays gesehen. Ja, aber wie viel solche von diesem Scheiß hier abbauen? Braucht man das wirklich hier? Ich meine, guck mal, wie ich hier rumlaufe. Pass mal auf, ich mache jetzt mal was anderes. Okay, hier geht es tatsächlich auch nirgends weiter. Das ist ja eigentlich ganz cool. Da sind wir echt auf einer. Wir sind eigentlich echt bei einem coolen Start hier angekommen. Das ist echt, man muss hier echt vorsichtig sein, ey. Guck mal, ich baue jetzt gerade hier oben das Glowstone ab. Ich weiß nicht, das fällt wahrscheinlich hier um mich rum. Vielleicht kannst du das mal einsammeln. Kannst du gleich selber einsammeln. Ja, oder so. Okay. Ich darf jetzt hier nur nicht runterfallen. Ich sehe das doch schon wieder kommen, Alter. Wow, das habe ich sehr gut gemacht. Verstehe. Guck mal, ob wir uns hier irgendwo hingraben können. Ich gucke mal, ob wir uns hier irgendwo hingraben können. Vielleicht finden wir hier irgendwie gleich eine Festung oder so. Und dieses Glowstone, baut man das so auf, wie das jetzt hier auch glowt? Oder kann man da noch, da kann man wahrscheinlich auch noch andere geile Scheiße draus machen, ne? Da kannst du coole Lampen draus bauen. Aber die sind nicht so, wie sie jetzt sind, oder? Also wie das jetzt hier an der Decke hing gerade? Nö. Ja, doch, fast, glaube ich. Okay. So, das habe ich sehr gut gemacht. Ich denke, ich habe einen Applaus verdient. Das war nicht so schlau hier. Alter, da unten ist ja noch viel mehr Glowstone. Das ist auch hier ja, alles. Also, hier geht's ja richtig ab, Alter. Hier geht's also eigentlich wirklich richtig ab, aber wie gesagt, man muss echt sau vorsichtig sein. Wenn du jetzt wo hast du dich jetzt hingebaut? Ich habe mich nirgends hingebaut, da kam Lava auf mich zugeflossen und ich bin mir zugebaut. Ach, da bist du. Das jetzt sehe ich dich auch. Nicht, dass ich dich schon wieder mit einer Kuh verwechsel. Es gibt noch einen Gegner hier im Nether. Das ist so ein Geist. Wie bei Mario damals. Weißt du, in diesen Ghost Houses. So ähnlich sieht er aus. Okay. Der schießt dann die ganze Zeit auf uns. Und das ist eigentlich auch doof, weil. Der macht das Portal wieder aus und dann kommt man wieder weg. Scheiße, ich brenne. Ich dachte, ich könnte in diesem Eimer. Ich dachte, ich könnte in diesem Eimer Lava mitnehmen. Geht das nicht? Kannst du ja. Aber ich hab's irgendwie nicht geschnallt. Ich wollte mir einen kleinen Kamin basteln mit der Lava. Geht aber echt ab. Ich weiß gar nicht, du bist doch auch so ein. Oh, was ist denn das alles da? Oh, du bist greifst den jetzt nicht an. Hast du echt? Geh da nicht vor, der Ghast. Was ist denn, was fliegt denn da? Hast du das gesehen? Ja, das war der Ghast, das ist der, den ich meinte. Und was passiert, wenn ich ihn angucke, was passiert da? Ich hab gar nicht, ich würde den gar nicht zugehört, um Gottes Willen. Ich muss hier weg. Kannst du mir das nochmal erklären? Also, diese Geister, wie bei Mario. Die du gerade gesehen hast. Jetzt verstehe ich's. Wenn du ihn anguckst, fliegt er nicht weiter, oder was? Nee, der fliegt die ganze Zeit weiter. Das ist scheißegal. Die sehen nun genauso aus oder so ähnlich aus. Der schießt halt mit Feuerkugeln. Die kannst du abwehren, indem du quasi mit dem Schwert schlägst. Dann wirfst du die zurück und dann kannst du ihn auch treffen und ihn töten. Allerdings ist er manchmal so drauf, dass der auf das Portal schießt. Und wenn er auf das Portal schießt, dann geht das aus. Ah, dann sind wir hier gefangen, oder was? Vorsicht. Ah, alles klar.
Alles klar, lass uns doch erstmal hier das Nether wieder verlassen. Das reicht erstmal. Ja, warte doch mal, ich muss das doch erstmal richtig schnallen. Oh nein, das ist noch ein Gas. Scheiße. Oh, der wirft auch schon, ja. Krass. Zombie-Schweinezüchter, wollen wir abhauen oder was? Ja, ich gehe hier raus. Ja, alles klar, ich komme hier nicht raus, weil es hier brennt. Wow. Muss das Portal geben, ne? Ja, ja, ist schon klar, aber er hat mich aus dem Portal herausgeschossen gerade. Aber ich bin zurück, alles gut. Ja, das war auch spannend. Ich wollte eigentlich auf ganz was anderes zu sprechen kommen, Chris, weil ich die Mucke da unten so gefeiert habe gerade. Du bist doch auch so ein Indie-Game-Freund. Hast du schon mal was von dem Spiel Party Hard gelesen? Nein. Das ist so ein Indie-Game. Das ist so ein 80er, irgendwie 80er Jahre. Da bist du ein normaler Typ, der in seiner Bude wohnt und nebenan haben die halt eine fette, fette Party am Laufen und du hast da gar keinen Bock drauf und musst immer einen nach dem anderen umbringen. Aber darfst dabei halt nicht gesehen werden. Aber alles auch in so einer 8-Bit-Grafik und sowas, ne? Okay. Ist super witzig, ist echt super witzig. Aber das Geile an diesem Spiel ist einfach die Mucke, Alter. Da ist so eine 80er Synthesizer-Mucke, die ist einfach so geil. Ich hab das irgendwie gesehen, das Spiel, und hab das richtig gefeiert. Also solltest du mal nachgucken. Das ist echt witzig. Cool. Klingt für mich erstmal gut. Ja, ja, das könnte auch was für dich sein. Ich brauche auf jeden Fall den Soundtrack dazu. Das ist super geil. Schön 80er. Du kannst jetzt übrigens, ne, diese, ganz kurz, diesen Sand, diese roten Dinger, die wir abgebaut haben, ne? Netherrack. Guck mal hier in den Ofen, den ich angemacht habe, den zweiten. Wenn du da reinguckst, siehst du, dass ich diese Ziegel da brenne? Ja. Damit kannst du natürlich auch aus wieder geiles Material, ne? Und von diesem Quarz, was du eingesammelt hast, guck mal hier in den Crafting Table. Ja. Kannst du einen Quarzblock erstellen. Das ist weiß, das sieht auch cool aus. Wo kann ich denn das machen? So zum Warten. Ah, da, Quarzblock. Alter, krass, geil. Stimmt. So, und jetzt gucke ich mal, wie man diese Lampen baut. Glowstone. Ja, die habe ich auch schon mal irgendwo gehabt. Ich müsste mich einfach mal, das müsste ich vielleicht einfach mal offscreen machen, nicht mit diesen kompletten, es gibt ja hier so viel zu bauen. Auch man kann ja auch diese Blöcke, die wir bauen, gibt es ja auch alles nur halb hoch irgendwie, ne? So als Stufe oder irgendwie sowas. Ja, ja, aber macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn hier. Sandsteinstufe und Steinstufe und macht keinen Sinn, sagst du? Nee, ich finde nicht. Wo kann man denn jetzt diese scheiße Lampen bauen? Redstone Lampe? Meinst du die? Nee. Ah, die kann man streng genommen auch bauen, aber. Leuchtfeuer habe ich hier noch. Ich müsste mich mal mit diesem ganzen scheiß Tageslichtsensor, Alter, was denn das krasses? Dann geht das Licht an und aus? Nee, das geht ja sowieso immer an und aus. Ja, du kannst halt mit diesem Redstone kannst halt voll viel machen. Notenblock. Macht doch kein Mensch. Maiskolben. Was? Kolben? Achso, nee, ist kein Maiskolben. Ach, liebe Leute, ja, wie gesagt, ich müsste mich eigentlich mal da auch. Ich finde hier nichts, ey. Teppich gibt's hier. Und die Folge ist schon wieder fast zu Ende. Goldblock, Kohleblock, Eisenblock. Schieß mich tot. Ich muss Sachen mit den Redstone-Dingern machen. Und mal hier, Redstone-Lampe. Ja, das habe ich ja gesagt. Redstone-Lampe. Ja, die kann man machen. Da brauchst du einen von denen und drei, vier Redstone oder was, ne? Naja. Ach, liebe Leute, was war das für eine spannende Folge? Ja, die ist jetzt auch vorbei. Die ist vorbei, aber es war toll da unten. War ja schon mal was, nicht? Ah, ist das schon mal was gewesen, ne? Jetzt können wir hier, jetzt bauen wir hier einfach weiter irgendwie und sagen. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mal wieder alles immer so ein bisschen zeigen.